Hallo meine Lieben und herzlich willkommen hier in meinem Trappercamp. Heute ist es endlich soweit. Es gibt Premiere hier. Ich werde das erste Mal meine Lagerfeuerstelle entfachen und dazu gibt es was Schönes, Leckeres zu essen. Und wenn ihr Lust habt, dann bleibt dran. Das wird sicher urgemütlich jetzt hier. Ja, meine Freunde, und das sind die Zutaten für das Essen, was ich mir heute bei meiner Lagerfeuerpremiere hier im Trappercamp zubereiten möchte. Da haben wir als erstes Leinenöl zum Anbraten der Zwiebel, des Knoblauchs, dann eine Tomate, Paprikagulasch, ein paar Champignons, Spätzle und das Ganze die Spätzle werde ich hier im Zebra-Pot machen. Und ja, das wird bestimmt schön, aber jetzt müssen wir erstmal das Feuerchen anmachen. Da freue ich mich riesig drauf und ja, zum Essen kommen wir dann später nochmal. So, dann machen wir jetzt ein bisschen Ammerholz und dann kann es losgehen mit dem Lagerfeuer. Ja, meine Lieben, wie habe ich das vermisst? Und direkt kommt dieser Geruch hoch von Feuer und ja, das ist einfach fantastisch. Es macht einfach Riesenspaß und wie habe ich Feuer vermisst? Bei diesem trockenen Sommer konnte man kein Feuer machen. Aber jetzt, denke ich, ist so ein kleines Lagerfeuer kein Thema. Einfach zum Genießen.
So, meine Lieben, das Essen ist jetzt fast fertig. Ich heize jetzt noch einmal die Spätzle ein bisschen an und dann wird das alles zusammengemischt und dann gibt's lecker Essen. Oh, riecht das nach Knoblauch hier. Da meckern sogar schon die Krähen. Die meckern schon, so stinkt es nach Knoblauch. Aber so muss das sein. So. Fertig. Das erste Gericht an meinem Trapper-Lagerfeuer gekocht. Und das wird bestimmt sehr lecker werden. So, und beim Probieren seid ihr natürlich gleich mit dabei. Mmh, das riecht das gut. Meine Lieben, das... da freue ich mich jetzt drauf. Wie ihr seht, der Topf ist optimal. Das könnte man sich jetzt noch, wenn man jetzt hier übernachten möchte, könnte man sich das jetzt schön ewig warm halten am Lagerfeuer oder halt späterhin noch mal warm machen. Oh, ich habe jetzt Hunger. So. Ja, meine Freunde, das soll es gewesen sein mit meinem ersten richtigen Trapperlager-Video hier. Es werden noch viele, viele weitere in dieser Art folgen. Jetzt kommt der Winter. Was meint ihr, wie schön das ist, wenn es hier mal richtig geschneit hat und man hier im Schnee am Lagerfeuer sitzt? Ja, jedenfalls, ich fand es wunderschön. Das Essen war super und ich habe mich gefreut, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich wünsche euch alles Gute und im Anschluss jetzt gleich direkt, ne, für Leute, die Lagerfeuer lieben, bitte nicht abschalten. Ich werde einfach noch mal ein bisschen nur das Feuer füllen, nichts mehr sagen und einfach so zur Entspannung. Und ich wünsche euch jetzt alles Gute. Macht's gut, bis bald hier bei Abenteuer Hinterland. Tschüss.